Und wieder immer fliegen wir los, um irgendwelche komischen grünen Leute zu zerstören. Das wird so ziemlich wieder mal passieren. Ist meine Vermutung. Ist aber eine ziemlich starke Vermutung. Ja, doch. Schon. Doch, ja. Mir ist gerade mein Emulator abgespielt. Bei dieser neuen Mission. Ja. Deshalb denke ich mir, ja, fange ich mal einfach nochmal an. Pikal. Frachter. Freighter bringen echt gar nichts. They'll have to use the crevasse bridges, which give us the opportunity to deliver a devastating strike. If we are able to destroy the bridges, we'll leave their units isolated, if not destroyed completely by the blast. At the moment, we have ground Voll die super units holding Taktiken. their advancing convoy until we can get into position. Of course, this means we will have to let our units cross before the bridges are destroyed. If they can't get across, they'll be stranded in the crossfire. Ich erinnere mich an diese It Mission sehr gut, that muss ich nanosonds are sagen. likely to spread their signal across the four bridges Sehr of the gut, access tunnel. weil sie echt hart Cooperation war. is essential if we are to deploy the maximum number of resources. Slater will lead the air division. Die ist wirklich Keep in mind extrem hart. that we cannot afford to isolate our own forces. The bridges must be destroyed after the G-Police Boah, units das have ist ein echt destroyed the langes bridge. Briefing. Okay, endlich zu Ende. Ja, Standardausrüstung. Boah, ich weiß nicht, wie das jetzt ausgehen wird. Wirklich nicht. Aber das sage ich bei vielen Missionen. Am Ende bin ich doch besser, als ich dachte. Erinnerungen trügen anscheinend. Anscheinend. Ich überlege schon die ganze Zeit. Ich hätte eigentlich echt Lust, noch G-Police Weapons of Justice zu zeigen. Aber der Emulator ist dafür so scheiße. Da ruckelt er nur noch. Mir geht's ja noch. Wow! 4 Kilometer weit weggeflogen. Jo. Alles klar. Disengaging. Au. Au. Das war eine andere Mission. Scheiße. Oh, egal. Aber die war auch gut. Genau wegen diesem Frachten. Genau wegen dem Shit hier. Erstmal alles so normal. So, ja. Wir fliegen nur ein bisschen. G-Police kann hier ruhig bleiben. Ich kann sogar mit ihnen mitfliegen und die merken das nicht. Pech für euch! Oh Mann. Hier ist das arschig. Egal. Ich habe bei Nanosoft keine Schuldgefühle. Nanosoft ist cruel. Sehr cruel. Und engaged immer nur. Zusammen mit Initiatin. Wo ist Ricardo jetzt schon wieder? Wo ist der Wingman, wenn man ihn braucht? Push. Der Konvoi ist so ziemlich weg. Zwei Flieger sind noch übrig. Ich sehe nichts. Danke, jetzt sehe ich was. Nur einer? Nein, gar nicht, voll die Lüge. Oh Gott. Den Leopard auf jeden Fall zerstören. Starker Fighter. Der ist so stark ist. Bäm. Weg ist der? Was ist das? Das muss ein Kuga sein. Yep. Achso, den hast du die ganze Zeit angegriffen. Jo, so. Da ist was Weißes. Was sind diese weißen Punkte? Ah, das sind die weißen Dinger. Oh mein Gott. Ich habe die Idee. Ich helfe mal denen ein bisschen. Mit Bomber Group Seder.
Aber wenn ich jetzt unterschieße. Oh ja, die so! Ja, ballern, ballern! Oh, die werfen Sonne dran, scheiße. Ballern, ballern! Bruch, bruch, bruch. Geil! Ich finde das irgendwie cool. Was? Okay? Okay? Die so, ja! Er hat auf, daneben zu bomben. Die haben sich fast selbst in die Luft gejagt. Wo fliegt die jetzt hin? Lass mal sehen. Control to Alpha Wing. Destroy all Nanosoft hardware. Over. Okay. Crack. Verhindere ich. Nö! Fick dich. So. Oh shit, ist es das, was ich denke, das ist? Ich glaube, das ist es wirklich. Shit! Das ist ja wirklich. Gott, Ricardo wird vom Gunboot angegriffen. Heftig, dann war. Oh, ich erinnere mich so hart dran. Mann, ich erinnere. Also, damit ihr auch endlich mal. Damit ich auch endlich mal aufklaue, warum ich mich die ganze Zeit ärgere. Es gibt noch eine Mission. Da ist eine Brücke. Und da drunter ist entweder Wasser, aber. Ich glaube eher so eine Schlucht. Nee, Wasser. Ach, eins von beiden. Wow, ich bin tot. Und da, diese Mission ist extrem schwer. Ich dachte, das werde ich schon, aber anscheinend ist dem nicht so. Warum ist hier so ein Pot? Ich kann mich sogar hier regenerieren. Warum? Okay. Und das verwirrt mich jetzt. Alter. Ich kann mich einfach so. Das verwirrt mich jetzt schon sehr. Naja. Oh, Ricardo wurde abgeballert. Hm, passiert. Weg ist der Titan. Das Gunboat. War es das tatsächlich? Ich weiß es nämlich nicht. Control to Alpha Wing. Cover G Police Units. Over. So. Erstmal zerstören. Tut mir leid, das hat Vorrang. Einfach Raketen machen, so. Ich bin zu voll. Weißt du, und so tötet man auszusehen Zivilisten. Mann. Oh, oh, oh. Nicht gut. Ich war das vielleicht sogar die Mission? Ich weiß es gar nicht. All GP Delta Units must survive. Destroy Crate Transports. Zu spät. Hm. Jetzt bin ich traurig. Oh mein Gott, Verfolgungsjagd. Ich erinnere mich, warum das so schwer war. Aber ich muss die Mission eh wieder neu starten. Ich habe keine Crate Transports angegriffen. Ich habe mindestens einen gesehen. Ich werde jetzt wahrscheinlich cutten und dann werde ich euch nochmal zeigen, was diese Crate Transports sind. Ja gut, dann cut. So. Jetzt aber. Jetzt werde ich euch zeigen, was die Crate Transports, was mit denen gemeint sind. So. Da ist einer von denen. Das sind die Crate Transports. So. Ist der andere noch irgendwo hier? Da ist er. Du solltest eigentlich schon sterben. Ich hasse es, wenn die null Leben haben und trotzdem mich abschützen. So, jetzt aber. Gut, das muss ich jetzt noch machen. Das waren die Crate Transports. Ja, das ist jetzt auch. Vollendet die Mission. In Anführungsstrichen, vollendet. Gott, oh Gott, oh Gott. Das könnte böse werden. Das könnte sehr böse werden. Da, ich schieße einfach meine Raketen los. Fliegen schon irgendwie so, dass sie treffen. Tun sie immer. Oh. Ich flieg auf einer Rakete hinterher. Ballern! Ballern! Ja, so ist das also. Ja, ist jetzt mir doch egal. Los, jetzt zerstör dich mit meinem scheiß Maschinengewehr. Ja, komm, komm. Komm mal her, Titan. Ja, los, los, los. Okay, tot. Schnell weg.
Oh Gott. Ich nehme zu viel Schaden. 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 Huh. Okay. Ja, Moment. Ich muss die Geschütze zerstören. Tut mir leid. Oh Gott, das ist ja schon so weit. Das ist ja schon so weit. Sie sind da. Fuck, 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 fuck. So, schnell weg. Jetzt muss ich so schnell wie möglich da zu meinen Ground Police Leuten. GP, sollte ich jetzt mal survive. Okay. Gib mir, habe ich noch Hyper Missiles? Nein. Aber ich habe die hier. Boosh! Sehr gut. Die haben mir zwar schön Schaden genommen. Das war geil. Das war wirklich geil. Ich habe aber noch Angst. Ich habe noch extrem Angst. Ich habe ungeheuren Respekt vor dieser Mission. Das ist doch die, die ich irgendwie sehr oft versucht habe, beziehungsweise gemacht habe, aus irgendwelchen Gründen, an die ich mich gerade nicht erinnere. Ich muss wohl... Ne, ich weiß nicht, warum die so schwer war. Weiß ich wirklich nicht. Auf jeden Fall war sie schwer. Ach, falsch. Haja! Haja! Sehr gut. Oh, da kommen noch mehr. Jetzt muss survive. Drei Objectives. Ja, es ist aber noch nicht vorbei. Vorbei ist es noch lange nicht. Oh mein Gott. Ne, erstmal ihr zwei. Die Leoparden sind größere Gefahr. Jo. Jo, jo. Oh Gott. Wo ist er? Nein, nicht so schön. Haha. Rocket Power. Kann ich gleich Team Rocket heißen. Stirb. Oh, die gehen auf die andere Seite. So. Frachter war noch da irgendwo. Und irgendwas anderes ist da hinten. Oh, fetten, das ist wieder ein Gunboot. Erstmal du weg. Freighter. Warum sind so viele Frachter hier? Okay. Gut, dass ihr so clear über die Bridge gefahren seid. Warum kann sich eigentlich der derbe aussehende Transporter, der also der blaue, nicht werden, der hier schon, der dumme graue, der nichts aussieht? Das ist irgendwie unfair. Control to Alpha Wing. Nanosoft Craft have entered your dome. Over. Control to Alpha Wing. Clear the area of all Nanosoft units. Over. Wieso? Warum ist da nur ein Punkt? Control to Alpha Wing. Ground Team Delta have been eliminated. Over. Ich dachte, das könnten sie noch schaffen. Toll! Wirklich wow! Na gut, auf ein neues, mal wieder. Ja doch, mir ist eingefallen, warum das so schwer war, die Mission. Und warum ich mich so gut dran erinnere. Wegen genau dem Fehler, der gerade auch passiert ist. Wo ich dachte, dass meine Leute da das Geschütz zerstören würden, haben sie aber nicht. Genau dasselbe Problem. Ist mir auch da, hab ich damals auch gehabt. Deshalb hab ich auch die Mission so im Kopf. Weil ich sie immer neu gestartet habe, wegen dummen Gründen, die passiert sind. Aua. Hör auf, so anzugreifen, das tut man nicht. Selbst wenn du ein Gunboot bist, siehst du? Du bist nichts. Zerstöre ich einfach mit meinen Maschinen, wenn das so einfach ist. Das ist ja gar nichts! Oh Mann. Hab ich ja auch verdient, gerade in der Stelle. War ich halt auf die sichere Art und Weise. So. Auf diese Art und Weise kann wenigstens nichts passieren. Keine dummen Fehler. So, gut. Gut. Lief ja alles gut. Oh, ich hab das Geschütz schon wieder da hinten vergessen. An dem schon wieder alles hängen wird.
So. Der zweite Schuss war es mir wert, obwohl er schon nur Leben hatte. Mann, ey. Ja, ich weiß schon, warum diese Mission mich wahnsinnig gemacht hat. Ja, ja. Mann, oh Mann. Oh, ich darf nicht mehr zurück. Heftig. Ich hätte vielleicht mir doch... Wow. Ist nichts geschossen. Ich hätte mir vielleicht doch erstmal aufladen sollen. Rearmen. Würde man das in Fachkreisen nennen. Ich töte die ganze Zeit unschuldig Zivilisten. Weil sie so dumm sind und irgendwie einfach so durch die Gegend fliegen, obwohl gerade Krieg herrscht. Sie ist sehr schlau. Oh Gott. Irgendwo denn? Das ist schwer. Oh, ja, ja, ja. Arigato. Das war der panische Arigato-Song. Ich lasse den mal am Leben, den letzten. Und zwar, weil ich mich jetzt rearmen gehe. So. Da wird wahrscheinlich noch, ganz wahrscheinlich noch, da kommen doch die Fighter dahinter. Ich erinnere mich, ja. Stimmt, ja. Ja. Und deshalb habe ich mich gerearmt, damit ich gleich ready to go bin für die nächste Runde. Nämlich die hier. Mhm. Du bist erst am gefährlichsten. Oh, schieben. Wingman. Zerstöre die mal. Was ist denn da noch mehr? Oh mein Gott. Oh Gott. Och, wenn ich eine bestimmte Waffe hätte, dann wären wir das ganze Leben viel einfacher. Glaubt mir. Mhm. Alles klar. Leopard? Zwei Leopards? Guck dir näher. Ah, nein, stirb. Sie dürfen nicht Dingens erreichen. Das Delta-Team. Hager-Team. All. Ja, die surviven noch diesmal zum Glück. All. Oh, Mann. Oh, das sind die zwei dummen Frachter hier. Kann ich sie eigentlich bebomben? Schade, geht nicht. Ja, hätte sein können. Ich nehme mal Rockets. Hauptsache, die versuchen, meine Leute zu verfolgen. Ich so, ja, ich nehme diesmal das hier. Das habe ich auch wirklich gemacht. Aber weißt du, dafür habe ich meine Hyper-Missiles. Die haben mich noch nie im Stich gelassen. Ja, und jetzt? Da kommt noch mehr. All Gamma Units must survive. Oh! Oh! Das war's noch nicht? Ich passe auf euch auf, Gamma Units. Wie viele von euch sind da? Fünf? Fünf. Alles klar. Oh mein Gott. Weißt du, der... Alter, die kommen rein und töten erstmal alles. Alter! Die töten echt alles. Ich habe noch die Star Rockets. Sehr gut. Nutze ich jetzt auch einfach. Och man, wieso müssen da überall Zivilisten sein? Meine Civilian Hit Ratio wird so derb hoch sein. Vor allem, weil es eine Ratio ist. Oh mein Gott! Schnell weg! Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Was seid ihr denn? Super Militärpanzer! Das sind die APCs, die auch G-Pulis benutzt. Heftig. Die sind hier echt eine Armee irgendwie. Nanosoft. Erstaunlich, muss ich schon sagen. So. Das war's jetzt. Hoffentlich. Wow. Ich hab noch nie so viel in meinem Leben gemacht. Ja, endlich. Endlich mal. Gott. Gott, oh Gott. Diese Mission, ne, die hat mich jetzt gerade wahnsinnig gemacht. Oh, wahnsinnig. Absolut wahnsinnig. Okay. Boah. Boah, Alter.
7 Civilian Kills. Oh mein Gott, das wollte ich doch noch nicht mal. Das wollte ich doch nicht. Das wollte ich doch nicht so viel. Mann, arme Leute. Aber, boah, diese Mission, ne? Alter. Das hat's mir echt gegeben jetzt. Ich glaube, ich werde diese Aufnahme jetzt aufhören, nach dieser Blockaufnahme. Das ist für mich, boah. Das hat's mir jetzt gegeben. Das ist definitiv kein Scherz. Thankfully, Nanosoft's deployment in the mining domes has almost been destroyed. Unfortunately, we have been unable to also ascertain the strength of the remaining forces guarding their corporate domes. Arrested Nanosoft personnel are currently being interrogated towards this end. All Havoc pilots are ordered to have 24 hours R&R. R&R. As to what Nanosoft's next move will be, but we can be certain they're still spoiling for a fight. Oh, Sequenz. Nanosoft's big offensive had faltered. They'd given it their best shot and we'd held them. Just one more big push. Yeah. Where had I heard that one before? The missions were getting hotter and we were all shaky from lack of sleep. I don't know what drove the other pilots, but for me it was cold rage. The thought of those butchers killing Elaine for her pilot skills had kept me going through the past few weeks. I still wasn't happy about Horton's assignment here. He'd claimed it was a last-minute change of orders. His old friend at the Ministry had promised him Mars, but had died in an unexplained flyer accident days before he should have stamped the paperwork. It felt like Nanosoft's work, but why the hell did they want him here? He had to be their worst problem. His military mind was going to be their downfall. For the others, the main worry was Nanosoft's super weapon. We still had no idea what it was, or when it would be unleashed. Super weapon. Ja. 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 Ihr mögt vielleicht nicht wissen, was es ist, aber ich erinnere mich noch, was das ist. Aber ich werde es euch definitiv nicht spoilern. Na gut, na denn. Bis zum nächsten Mal. Euer Hellfreak.